herzlich willkommen in meinem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch einen neuen Kompressorkühlschrank vorstellen von der Firma Wevo. 12 Volt, 24 Volt, 35 Liter. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Im heutigen Video werde ich euch, wie vorher erwähnt, einen neuen Kompressorkühlschrank vorstellen. 12 Volt bzw. 12, 24 Volt, 35 Liter. Der ist unterteilt in zwei Fächer. Bis minus 20 Grad kann er runterkühlen und natürlich bis plus 20 halten. Also recht ordentlich. Ich habe den jetzt getestet auf der Fahrt von Deutschland nach Kroatien und muss sagen, ich war positiv überrascht, wie leise der ist. Also es ist mir aufgefallen, ich habe mehrere Kompressorkühlschränke getestet. Ich habe meinen eigenen von Magira, den ich mir selber gekauft habe. Das hier ist quasi Werbung, weil ich den zur Verfügung bekommen habe. Der wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Wevo und dafür bedanke ich mich bei der Firma Wevo, dass ich diesen Test für euch machen kann. Und wie gesagt, auf der Fahrt hierher nach Kroatien in den Osterurlaub ist mir aufgefallen, mit 12 Volt Anschluss ist der ultra leise. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Vor allem der Preis von diesem Kühlschrank, Kompressorkühlschrank, ist irgendwas um die 200 Euro. Plus minus 20 Euro je nach Zeit, also es kommt immer darauf an, die Preise schwenken, so wie alle anderen. Wenn ihr sowas braucht, könnt ihr natürlich auch 5% Rabatt über mich bekommen. Das werde ich euch nachher in der Videobeschreibung einblenden. Und wie gesagt, weil das hier Werbung ist, werde ich unten links Werbung einblenden, weil ich mir den nicht selber gekauft habe. Ich werde euch nachher ein paar Szenen hier aus der Natur einblenden, wie ich den in Einsatz habe. Und natürlich euch nachher sagen, ob ich zufrieden bin. Bleibt dran. So, wie gesagt, ich werde euch jetzt kurz ein paar Szenen einblenden und dann anschließend werden wir uns diesen Kompressor-Kühlbox näher anschauen. Ich werde euch ein paar Sachen dazu sagen, was da alles reinpasst und wir werden uns die technischen Daten von diesem Wevo-Kompressor-Kühlschrank anschauen. So, jetzt schauen wir uns kurz den Lieferumfang von diesem Wevo-Kompressor-Kühlschrank, was dabei ist. Und zwar schauen wir es gemeinsam gleich an. Also es kommt hier in diesen Karton. Und wir haben hier eine Bedienungsanleitung mit dem QR-Code für die mobile App für Android- und iOS-Gerät. Und hier haben wir die Bedienungsanleitung. Ich werde sie euch kurz einblenden. Ihr könnt ja jederzeit Pause drauf drücken, um euch das in Ruhe durchzulesen. Die andere Seite, die Bedienungsanleitung ist in Englisch, aber ich denke mal, also ich habe sie gar nicht gebraucht. Also das ist dabei, quasi das hier ist die Bedienungsanleitung, im Prinzip sehr simpel und einfach. Hier habt ihr ein paar Daten von diesem Kompressorkühlschrank. Er ist angegeben mit ca. 60 Watt, das er verbraucht, aber das verbraucht er nicht, das werde ich euch nachher zeigen. So, und jetzt gehen wir zum nächsten. Wir haben hier 12 Volt Zigarettenanschlusskabel fürs PKW oder natürlich für LKW 24 Volt, der geht für beides. Dann haben wir Netzteil und Kaltsteckerkabel, also Kabel für das Netzteil. Was haben wir hier angegeben? Mit 59,45 Watt ist dieses Netzteil ausgegeben. Das hier ist im Lieferumfang bei diesem Kompressor-Kühlbox. So viel zum Lieferumfang und zu dieser Bedienungsanleitung. Im Prinzip sehr einfach. Wir können diesen Kompressor-Kühlschrank auch mit einer App steuern. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut sehen. Also er verbraucht momentan 37 Watt. Der war jetzt ungefähr für eine halbe Stunde ausgeschaltet. Und das verbraucht er nicht konstant, sondern nur ab und zu. Jetzt ist er schon wieder auf 33 Watt. Also er ist sehr sparsam. Und mit dieser Powerstation könnte er so nonstop 4 Stunden
und 4,8 Stunden, also 5 Stunden nonstop laufen. Aber wie gesagt, er läuft nicht ganze Zeit. Ich denke mal mit so einer kleinen Powerstation. Heute ist hier 28 Grad, also es ist sehr recht heiß. Aber dennoch würde das hier, denke ich mal, ohne Probleme, denke ich mal, so 24 Stunden funktionieren. Jetzt werden wir mal schauen, weil die Powerstation ist auf 77%. Der läuft nicht die ganze Zeit. Also so viel zu Verbrauch. Also ungefähr zwischen 30 und 40 Watt braucht er. Und der läuft ungefähr 3-4 Mal in der Stunde für vielleicht 2-3 Minuten. Dann geht er wieder aus. Es hängt natürlich davon ab, wie oft man den aufmacht, wie warm das ist, also die Umgebungstemperatur und wie voll der ist. So, hier seht ihr den im Einsatz, diesen Wevo Kompressor Kühlschrank. Auf meinen Videos könnt ihr mehrere Sachen von Firma Wevo finden, sowie diese Campingstuhl und andere Sachen. Hier haben wir Display. Es ist jetzt auf 7 Grad eingestellt. Hier können wir Sachen einsteuern, hier einstellen, hier ein- und ausschalten. Hier haben wir Drücker, um aufzumachen. Und ihr seht hier, hier sind einige Sachen noch aus Kroatien, aus dem Urlaub. Und die Sachen sind noch richtig schön kalt. Das werde ich gleich testen. Hier haben wir so einen Energy Drink. Käse. Also das Ding funktioniert sehr gut. Dieser Deckel hält von alleine durch diese kleine Kette. Wir haben hier Beleuchtung. Und was mir sehr gut gefällt, ist quasi diese herausnehmbare Korb, das zeige ich euch gleich. Hier zeige ich euch kurz den Korb, also man kann es einfach herausnehmen und zum Beispiel jetzt wieder aufladen oder wenn man zu Hause irgendwo ist. Also es funktioniert recht gut. Hier können wir Sachen reintun, man kann in einer Seite kühlen und in andere Seite frieren, also das ist quasi Zeug gefriert, also Eis drinnen zu lagern, gar kein Problem, funktioniert ohne Probleme. Hier noch ein kleiner Test. Wir probieren mal, ob die Flaschen mit 2 Liter reinpassen und schauen. Nö, das geht nicht. Probieren wir mal die Flaschen von 1,5 Liter, ob die passen. Ich glaube auch nicht. Nein, die passen auch nicht. Also 1,25 Liter Flaschen passen rein. Hier haben wir quasi eine Vertiefung. Und hier oben im Deckel auch. Dass wir da quasi mit Flaschen, glaube ich, 1,25 Liter ohne Probleme benutzen können. Kurz, wie man das steuert über bzw. bedient über die App. Ich werde jetzt hier Bildschirmaufnahme starten, damit ihr das besser sehen könnt. Man startet einfach diese App und man verbindet sich mit dem Kühlschrank. Im Prinzip funktioniert es so, ich werde euch kurz jetzt nochmal das zeigen. Man geht hier auf das drauf und dann fängt dann über Bluetooth das quasi zu suchen, um Bluetooth-Geräte zu suchen. Jetzt wird es gescannt, man klickt drauf, jetzt hat er ihn gefunden, man klickt ihn an. Und anschließend muss man es hier quasi auf diese Stelldrahttaste bestätigen und dann sind wir schon da. Ihr seht ja hier A1-ED67, noch irgendwas, so heißt der Kühlschrank. Aktuelle Temperatur haben wir 2 Grad Celsius und eingestellt ist es auch auf 2 Grad. Man kann ihn hier ausschalten, minus 20 bis plus 20 Skala, dann kann man hier noch einstellen. Jetzt habe ich aus Versehen nochmal auf Suchen geklickt. So, und dann kann man hier quasi plus minus einstellen oder runterkühlen. Dann kann man Eco-Modus einstellen, dann kann man Sperre aktivieren, dann kann man zwischen Celsius und Fahrenheit aktivieren. Nebendran ist quasi, wenn man den sucht, dann haben wir Love-Modus, Medium und High, quasi damit man seine Batterie schont. Also wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr seid länger irgendwie dort, dann würde ich es auf Love stellen, also auf gering, der hat einen Batteriewächter. Dann können wir hier auf Einstellungen gehen und hier haben wir Allgemeineinstellungen, quasi Temperaturanzeige, das können wir dann abändern in Fahrenheit oder was wir wollen. Dann haben wir maximale Temperatur plus 20, minimale Temperatur minus 20, Sprachen können wir hier verstellen, also es gibt sehr viele Sprachen. Ihr seht hier, ich filme das mit, ich lasse das jetzt auf Deutsch,
Hier kann man den Kühlschrank umbenennen, zurücksetzen. Wir sind auf quasi aktuellste Version drauf und jetzt gehen wir wieder zurück. Also die App funktioniert sehr gut, finde ich. Und hier noch eine kleine Erfahrung von mir, wo wir jetzt in Kroatien in Urlaub waren. Ihr habt die Szenen kurz gesehen. Wir waren mehrere Familien mit Kindern, deswegen habe ich nicht alles gefilmt, um einfach die Privatsphäre von anderen zu schützen. Es ist mir aufgefallen, wir waren mit Auto da und mit Zelten. Und ich habe ihn rausgestellt. Ich habe mal Temperatur quasi außen am Kühlschrank selber gemessen. Es waren irgendwas zwischen 50 und 60 Grad. Draußen war es, glaube ich, irgendwas um die 31 Grad. Ich habe ihn eingeschaltet und runtergestellt auf, glaube ich, minus 15, zu gucken, wie schnell er runterkühlt bei dieser Umgebungstemperatur. Und ich glaube, der hat irgendwas zwischen 31 und 35 Minuten gebraucht, bis er auf minus 13 runtergekühlt hat. Also das ist echt enorme Leistung. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von diesem Wevo Compresso Kühlschrank. Vor allem, wenn ich ihn vergleiche mit meinen anderen Kühlschränken, der ist deutlich günstiger, aber von der Leistung her ist der, und vor allem bei 12 Volt Zigarettenanschluss, ist das einer der leisesten Kühlschränke, die ich habe. Deswegen, hier gibt es zwei dicke Daumen nach oben für diesen Wevo Kühlschrank. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den? Was hat euch an den gefallen oder was hat euch nicht gefallen? Hat jemand von euch so einen Kühlschrank? Schreibt mal einfach, wie zufrieden seid ihr mit den. Also ich hoffe, dass ich euch das mit der App gut zeigen konnte. Also das Ding funktioniert tadellos. Ich war sehr überrascht, wie effizient dieser Kühlschrank ist. Also er funktioniert sehr gut, verbraucht sehr wenig Strom und ist idealer Begleiter für Camping, Vanlife, Hütten, Camperurlaub, irgendwo, wenn ihr zelten tut. Das Ding ist echt top. Ich kann euch das wirklich gut empfehlen. Vor allem hier ist der Preis unschlagbar. Der kostet, glaube ich, irgendwas um die 218 Euro. Mit dem Rabatt von mir bekommt ihr den, glaube ich, 5% günstiger. Schaut einfach in der Videobeschreibung, dort werde ich euch den Link verlinken. Ich habe mehrere Sachen von Firma Wevo getestet und bis jetzt funktionieren die alle sehr gut. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich positiv überrascht. Vor allem, was mir hier aufgefallen ist, ich habe Geräte, die sind deutlich teurer. Über den 12-Volt-Anschluss ist der einer der leisesten Kühlschränke. Also muss ich sagen, wirklich top. Verarbeitung sieht gut aus. Also für den Preis kann man wirklich sagen, sehr gut und empfehlenswert. Deswegen kann ich euch diesen Kühlschrank wirklich wärmsten weiterempfehlen. Ich habe den in Urlaub jetzt ausgiebig getestet und wie gesagt, für sehr gut befunden. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Kühlschrank, stellt sie unten in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Vielleicht noch etwas zu Kühlschrank selber. Also ich habe drinnen Eis gehabt. Das hat richtig gut funktioniert. Getränke kann man gut runterkühlen, Lebensmittel ohne Probleme, man kann das trennen zwischen diesem kleinen Fach und großen Fach, man kann gefrieren und einfach nur kühlen, das funktioniert auch gut, es ist aber nur eine Einstellmethode da, es gibt zwei Zonen Kühlschränke, das kann er nicht, finde ich schade, aber es gibt solche Kühlschränke von Wevo, die das können, könnt ihr euch gerne auf der Homepage von Wevo anschauen. Wie gesagt, also das Ding ist echt toll, da passen ungefähr 33er Dosen rein, da passen 1 Liter Flaschen ohne Probleme rein, auch 1,25 Liter Flaschen passen da rein, also da kann man schon ordentlich was da, reintun, bei 35 Liter muss ich sagen, also wir sind zu dritt oder zu viert und bis jetzt hat es immer gut ausgereicht und was will ich sagen, einfach spitze für den Preis 218 Euro minus 5% Rabatt. Jetzt kommt immer natürlich darauf an, wie der tagesaktuelle Preis ist. Also echt unschlagbar. Also ich kann euch wirklich den empfehlen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.